Hallo meine Süßen, herzlich willkommen bei Engels Bastelwelt. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr habt einen schönen Tag gehabt. So, jetzt machen wir uns erstmal Licht hier. So, ich habe ja gesagt, Temu Haul kam ja auch Anfang der Woche, ich glaube Montag, lasst mich lügen. Wie ihr seht, Nägel sind weg. Ja, damit fangen wir mal an, würde ich sagen. 1,29 für 24 Nägel. Haben mir auch echt gefallen, sahen ja auch echt schön aus. Ja, nur leider beim ersten Händewaschen abgefallen. Dann habe ich sie nochmal aufgeklebt, nochmal abgeschliffen, aufgeklebt. Dann haben sie einen Tag überlebt und am Morgen nach Toilettengang, Händewaschen, wieder abgefallen. Dann habe ich gedacht, okay, letzter Versuch. Nochmal gemacht. Moment, zeige ich euch dann. Kommt gleich noch mit etwas anderem Kleber, also nicht den, der da dabei war. End vom Lied, sie haben bis heute Morgen gehalten und im Laufe der Schule vom Nichtstun, also während der Arbeit, wir haben gerade Schulung noch, ja, wie man sieht, waren dann 3-4 Nägel weg und dann habe ich gesagt, okay, und dann habe ich diesen hier gemacht und schon mal alle weg. Ob es jetzt an den Nägeln oder Kleber liegt, weiß ich nicht, weil die Nägel sind Bombe. Also die haben alles auskalt, die sind auch nicht zerkratzt vom Holz machen. ETC, was mich auch wundert, beim Holz machen sind sie nicht abgefallen. Jedes Mal nach den Händen waschen. Ja. Keine Ahnung, ich habe jetzt bei Amazon einen extra Kleber bestellt, extra stark. Mal schauen, ob der besser geht. Ich werde berichten. Aber die Nägel an für sich haben mir gefallen. Dementsprechend habe ich die jetzt noch nicht aufgeklebt, weil ich sehe es gerade nicht ein, alles zu verschwenden. Für 2,49 Euro, auch 24 Stück. Ja, schauen wir mal, wie die werden. Dann, Moment, habe ich mir geholt, weil ich das in einer, die macht nur Temo-Holz und viel mit Nägel, die hat das eben empfohlen. Das sind so drei verschiedene, jetzt hätte ich fast Lippenstifte gesagt, Nagellacke, Base Coat, Matte Coat, Glossy Top Coat und sie hat gesagt, es würde helfen bei der Haltbarkeit der Nägel. Ja, den Basecoat habe ich aufgetragen. Wie gesagt, danach Toilettengang, Hände waschen. Ja. Keine Ahnung, kann ich nichts dazu sagen. Die drei kosten 3,59. Ich weiß es nicht. Dann, mit was machen wir denn weiter? Für einen sehr guten Kumpel von mir. Denselben habe ich mir ja auch schon geholt. Ist für Scheiben, wenn die beschlagen sind, fürs Auto. Und ich bin ja auch recht klein und ich muss sagen, Bombe. Ich bin super zufrieden. Ich habe es instabiler mir vorgestellt. Es ist super. Das Einzige, was man wissen muss, es geht etwas schwer drauf, das Tuch, was ich aber nicht schlecht finde, weil A, es leiert mit der Zeit eh aus. Und B, soll es ja halten und nicht verrutschen. Das Ganze hat 73 Cent gekostet und es kriegt er zu seinem ersten Auto von mir. Genau, wie gesagt, das ist für einen sehr guten Freund. Die Karte zum Führerschein haben wir ja schon gemacht. Und jetzt kriegt er eine kleine Ausstattung von mir. Das heißt Ausstattung halt. Ein kleines Geschenkchen. Das ist noch ganz genau. Mein Eiskratzer ist nicht gerade toll. Habe ich mal gesagt, ich probiere es für 1,27 mit diesem Eiskratzer. Er fühlt sich auf jeden Fall extrem stabil an. Mal schauen, was er hält. Vorne ist eine stabile Plastikkante und hier ist, ich weiß es nicht, was es ist. Da ist noch ein Kleber drüber. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen. Aber er fühlt sich auf jeden Fall voll stabil an. Also ich kann ihn nicht knicken oder so. Wir werden sehen, ich werde berichten. So, ihr Mäuse. Die kleine Frostbolle wollte noch für 79 Cent diese Laufsocken haben, weil ich laufe ja gerne ohne Schuhe.
Und angeblich sollen die selbstbeheizend sein. Also die sollen angeblich sich selber erwärmen. Also nicht die Socken, sondern die Füße. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Habe aber schon einen Viererpack so selbstwärmende Socken mir gekauft. Und ich bin begeistert und habe ein paar dem guten Freund, der auch das fürs Auto kriegt, geschenkt. Und er trägt es in der Werkstatt. Also war auch sehr begeistert. Die habe ich euch auch vorgestellt. Es war so ein Viererpack schwarze Socken, ganz einfache schwarze Socken. Ja, das sind jetzt für 79 Cent. Mal schauen. Sie sehen für mich recht dünn aus, aber ja, vielleicht halten sie ihr Versprechen. Und wenn nicht, habe ich ein paar schöne Laufsocken für die Wohnung. Jetzt kommen nur noch zwei, drei Sachen und dann geht's an das Wichtige, an das Heilige. Für 88 Cent habe ich mitgenommen so Mini-Schraubenzieher mit wirklich jeden Sachen, von Schlitz über Kreuz über diese acht Dinge, alles dabei, auch verschiedene Größen. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Ja, doch. Für meine Brille. Mir geht die Schraube von der Brille immer zu auf und ich komme mit nichts nein und ich habe es mittlerweile, jetzt könnt ihr lachen, ich bin ja da, um euch den Tag zu versüßen. Nee, aber ich lache sehr gerne und ich mache gerne Blödsinn. Ich habe ein Messerspritze mir verbogen, um damit in die Brille zu kommen, um meine Schraube festzuziehen. Ja, ich glaube, das ist die sinnvollere Lösung. Und für 88 Cent kann ich nichts falsch machen. So. Und dann habe ich für 89 Cent diese Clips mitgenommen. Total lustig. Damit soll man die Nägel festmachen. So. So sieht es dann aus. Wenn man die Nägel draufgeklebt hat, soll man die so festmachen. Oder so rum besser gesagt. Also unten sind sie offen, oben zu. Spielerei. Wobei, ich kenne mich ja nicht aus mit Nägeln machen. Das war ja auch mein erstes Experiment. Habe ich noch ein was? Da war es noch was nicht Wichtiges. Ja, genau. Die Ersatztücher. Für 1,86. Für diese Scheibendinger sind vier Stück. Für 1,86. Der kriegt da meinen Kumpels bei, ich zwei. Na, hat jeder was zum Wechsel. So, jetzt gehen wir ans Wichtige. Uhu, ich liebe es. Bastelsachen. Ich wollte ausprobieren diese Brushbürste für 6,68, weil ich habe kein Pixie-Tool, das so klein ist, dass ich in die kleinen Sachen reinkomme. Da ist dabei für die 6,68 der Brush. Es ist so Hartplastik und so eine Matte, wo man dann die Sachen, die Stanzteile und so, also diese Stanze mit Papier drauflegen kann, dann kann man das so drüber bürsten. Da hängt schon das erste weg. Und dann müsste man das theoretisch dann so machen. Mal schauen, ob es seinen Zweck erfüllt. Wir werden sehen. Entweder zeige ich es euch heute noch oder halt dann spätestens beim nächsten Video. Für was das ist, interessiert mich jetzt gerade mal. Also wenn jemand weiß, was das ist, kann das mir gerne sagen. Ja, wie cool. Da ist noch eine Spachtel und ein Pixie dabei. Ihr braucht es mir nicht in die Kommentare schreiben. Also, die dürft ihr jederzeit in die Kommentare schreiben. So ist es nicht. Oh Mann, ich bin voll übermüdet, glaube ich. Man merkt, ich bin hyperaktiv. Ich bin dann wie ein Kind. Umso müder ich bin, umso aufgedrehter werde ich. So, dann geht's weiter. Für 1,60 Euro, da könnt ihr euch jetzt fast nichts drunter vorstellen. Und zwar ist das ein Blumentopf.
Ich tue es mal kurz auspacken, das seht ihr es besser, dann kann ich es besser erklären. Und ich fand das so schön. Und zwar ist es so ein 3D-Blumentopf. Den kann man dann hier vorne aufkleben. Und der kommt so versetzt nach hinten und dazwischen kommen so Pflanzen. Fand ich richtig schön, hat mir echt gut gefallen. Ich zeig das da hinten, es tut mir so leid, Leute. Ja, genau so. Kann man es so machen oder dann so. Also, dass da was dazwischen ist, so Blümchen. Und ich fand das auf dem Bild echt schön. So sieht es total unspektakulär aus. Aber wenn man das gestaltet, richtig cool. Für, wie gesagt, 1,16 €. Dann geht's weiter. Da habe ich aber nicht drauf geachtet. Eigentlich war das für 1 Cent dabei. Da gibt's doch immer täglich oder alle paar Tage für 1 Cent einen Artikel. Ja, da habe ich mir das hinzugefügt. Natürlich nicht gleich bezahlt und nicht gekauft. Was heißt nicht gleich bezahlt? Ich habe es halt nicht gekauft. Ich lasse mal in den Warenkorb und gehe dann tatsächlich noch ein paar Mal durch. Ja, und habe das dann nicht mehr auf dem Schirm gehabt für 2,88 € jetzt. Ein doppelseitiges Klebeband mit 5 Meter. Und Dicke würde ich jetzt mal sagen, so 2 mm. 1-2 mm. Genau, jetzt ist es da. Kommt davon, wenn man nicht nachguckt. Da sind diese anderen Klebedinger, wo ich gesagt habe, die es extra gab. Und zwar sind es 240 Stück für 1,19 € für die Nägel. Mit verschiedenen Größen. Ja, wie gesagt, sie haben halt einen Tag gehalten. Erkennt ihr das überhaupt, Jana? Ja. So. Und dann, das fand ich super interessant, ist das ein Klebeentferner, wie ein Radiergummi für Klebstoff. Für 2,20 €, 2 Stück. Recht groß. Sekunde, mein Schreibtisch sieht aus wie Sau. Ja, durch die Arbeit komme ich zu gar nichts mehr. Das ist echt eine Umstellung. Und zwar hat er 7 auf 5 cm von der Größe. Ja. Ausprobieren machen wir dann auch noch. Dann habe ich mir diese Mini-Wabenklebe-Dots geholt. Und zwar sind die für 1,77 €, 720 Stück mit 55 cm von dem Durchmesser von der Wabe. Ich guck mal, steh mal kurz auf. Jetzt kann ich es nämlich euch besser zeigen. Genau, und von der einen Seite zur anderen Ecke rüber sind 55 Zentimeter. Millimeter. Millimeter natürlich. So, jetzt muss ich mal aufpassen. Katze und Hund liegen unterm Drehstuhl. Also unterm, ja, Drehstuhl. Nicht, dass ich die einzwack. Für 3,79 € habe ich wieder 5 so Tütchen mit Laschen in DIN A5 mitgenommen. Die haben 6 Löcher zum Einsortieren. Das sind die Stabilen. Finde ich super. Da habe ich schon ganz viele. Dann für 1,01 € diese wunderschöne Kleeblatt-Schablone. Die machen wir dann auch zusammen. Genau wie wir diese Kleeblatt-Schablone dann noch zusammen machen. Die ist für 1,01 € und die andere auch. Dann für 1,60 € so ein Water, also Wassertankpinsel in verschiedenen Stärken. Weil ich habe immer nur die eine Stärke, die halt immer überall dabei ist. Und ihr habt ja gesehen, ich mache sehr viel mit den Pinsel- und Stempelfarben. Genau, und das hat jetzt verschiedene Stärken. Alter, Entschuldigung. Und zwar ist das
so diese normale Stärke, die wir immer haben. Dann kommt die da, die ist etwas dünner. Dann haben wir eine Breite. Lass mich raten, das ist der falsche. Na? Jetzt. Und da ist ein ganz feiner. Ups, da fällt schon das erste raus. Genau. Das durfte noch mit. Dann für 1,35 Euro diese Stempel. Zwar finde ich die wunderschön. Liebe jeden Moment, liebe unendlich, lache jeden Tag, nimm dir Zeit zum Träumen, das ist der Weg zu den Sternen. Ich finde die so toll. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ich hoffe nur, dass sie gescheit stempelt und nur hier oben die Druckfehler sind. Jo, vielleicht könnte man ja mit den Schablonen dann mal ausprobieren. Für 1,35. Ich packe das nur an der Seite schnell wieder ein. Dann weiß ich jetzt nicht, ob ich im Craftelier Hall. Oh mein Gott, ey. Sagt's mir, das schon erwähnt habe. Irgendwie habe ich zwei Stempelsets bestellt, die ich null auf dem Schirm hatte. Ich finde es jetzt nicht schrecklich, aber ich hätte sie mir auch nicht gekauft. Und zwar ist es das, ich zeige es euch gleich mit Ausstandsteil für 3,48. Sending Sporky Hugs Your Way. Heißt es nicht you, on your way? Okay. Okay, egal. Und das Ganze sieht so aus. Der ist ja noch ganz süß, ne? Den finde ich jetzt auch gar nicht mal so verkehrt. Halloween kommt ja jedes Jahr. Wobei, mir könnte man sowas tatsächlich auch schenken. Ich liebe Horrorfilme. Und dann, das war so, wo man durchscrollen konnte, wo ganz viele verschiedene Sachen waren von der Art. Ja, ist mir irgendwie dieser noch mit reingerutscht. Gott, ist Set um eingepackt. Einen Moment bitte. Das heißt, es ist dieser hier. Ist dann mit der Katze, mit den Schuhen und dem Besen. Katze mit Zaubertranks. Und Katze mit Totenkopf, Schädel und Kerze. Wobei ich das wieder cool finde. It's a all a punch of Hocus Pocus. A Halloween wish from me to you. This, the season to be spooky. Jeepers, creepers, it's your birthday. Das finde ich wieder lustig. Ja, wie gesagt, ich finde sie nicht schrecklich. Ich werde sie auch verwenden. Aber ich glaube, ich hätte sie mir nicht bestellt. Und das Kleine, da kann ich nicht lesen. Auf die Bücher. Und da sind auch Ausstandsteile dabei. Einmal für die Beine. Dann einmal für die Katze mit Hut. Und einmal für die Katze und für das Schild. Das sind dann die Ausstandsteile dazu. Genau. Ich hab's heute mit euch.
schon wieder. So, dann kam noch mit diese wundersüßen Häschenstanzen zu Ostern. Blumenvase. Mir richtig gut gefallen. Kann ich mir tatsächlich auch da sogar noch vorstellen. Wobei ich das eher dafür Geburtstag nehmen würde. Aber wir können es ja mal ausstanzen, ausprobieren. Ist ja kein Thema. Dann für 2,92 sind es 7 Stifte. Und zwar sind es so Jelly Kugelschreiber. In verschiedenen Sorten. Also es sind ganz verschiedene. Das hier ist zum Beispiel einer, ja. Ein Messer. Wenn man den Aufsatz weg hat. Oder? Ja, nee, das ist normaler Kugelschreiber. Warum haben die da Kleber rumgemacht? Was ist das für ein Bullshit? Okay, auf jeden Fall ist das normaler. Der geht auch echt gut. Das ist der da. Der hat auch so ein Klebeteil. Okay, sehr komisch. Der ist etwas feiner. Geht aber auch gut. Klingt halt echt laut. Da ist auch so ein Gumminoppen drin. Was ist denn das? Das sind eine normale Kugelschreibe. Zumindest wüsste ich nicht, dass ich mir was anderes bestellt habe. So. Der geht auch gut. Also wenn ihr die jetzt bestellen würdet, dann macht es dieses Plastik da weg. Die sind halt hinten oder vom Halten ein bisschen anders alle. Der zum Beispiel hier Metall ist ganz stabil. Der hat einen ganz weichen mit Federung, wo du so ranklemmen kannst. Und hier haben sie aber alle, also der hat einen harten Gelgriff und der hat einen ganz weichen mit Rillen. Der ist ohne Rillen. Der ist wie der andere, also mit, nee, der ist nochmal ganz anders. Der ist dicker und hat einen weichen mit Rillen und hat einen festen Buppel da hinten. So, ich will mir den normalen weitermachen. Der hat einen ganz harten wieder mit harten Rillen, das hört man auch. Da ist fester Anhänger. Ich habe gerade so viel gegessen, Entschuldigung für den Schluck auf. Ich habe gestern nicht mal was gegessen. Ich muss mich so umgewöhnen mit der Arbeit. Aber es macht so Spaß, Leute. Es macht so Spaß. Ich liebe meine Arbeit jetzt schon. So, ihr Lieben. Genau, und der geht auch gut. Dann geht's weiter mit diesem hier. Der hat wieder diesen, wie eine Klammer. Der hat diesmal ganz hart, also hartes Plastik, ganz hart. Nur mit so ganz kleinen Feldern. Ich hoffe, man erkennt's. Das geht mir jetzt schon auf den Keks, ne? Wahrscheinlich ist es, damit die nicht austrocknen. Den Sinn kapiere ich schon. Aber es ist nervig. Ich sehe jetzt schon aus wie Sau. Funktioniert auch super. So, weiter geht's. Der ist wie so ein Feinliner. In hellem Lila. Der geht wiederum nicht. Ja, also der Anfang ging. Danach hat es dezent aufgehört.
Jetzt geht er wieder ein bisschen. Also der ist jetzt so, naja. Und hier ist so wie ein Textmarker in klein. Der geht. Der geht. Und dann haben wir den noch. Der geht auch. So ein ganz feiner. Ohne Besonderheit. Ja. Und ja, jetzt kommt es zu meinem Spielzeug. Für 4,40 Euro. Mein Tischstaubsauger. Ich habe den schon mal ausgepackt, um zu checken, wie das geht. Mach's aber mit euch zusammen alles. Und zwar, wenn man ihn ausleeren will, muss man das hier unten abdrehen. Ich zeig's nochmal. Man nimmt den unteren Teil und dreht ihn ab. Dann kann man ihn ausleeren. Da ist auch ein kleines bisschen dabei zum Saubermachen. Und dann dreht man ihn wieder zu. Hier nimmt man das und Vorführeffekt. Na? Ich habe schwitzige Hände jetzt. Macht man das da oben auf, ne? Das ist jetzt peinlich. Weil den oberen klappt man nämlich nur. Na? Muss ich wieder da drunter gehen? Also, probieren wir es mal andersrum. Also, ich habe es jetzt nur geschafft mit dem Fingernagel da drunter und bis drunter ziehen. Und hier hinten ist dann so eine Lasche, wo es aufgeht. Etwas strange, aber ja, es braucht man nicht oft. Das ist ja nur für die Batterie. Dann habe ich meine Batterie. Die habe ich mal bei Action geholt. Geholt. Ich hoffe, die gehen, weil die lagen jetzt... Oh ja, die gehen. Und dann tun wir den einfach wieder zubuckeln. Und zwar von vorne nach hinten. Also ihr müsst hier vorne erst einrasten und dann nach hinten. Genau. Und dann saugt er hier. Funktioniert auf jeden Fall. Also diese ganzen roten Klebeteile da sind weg. Nehmen wir denn? Ich habe schon überlegt, ob ich euch meine Asche auf den Tisch schmeiß, aber das ist echt assi. Moment. Helfer-ID, ich bin gleich wieder da. Wir starten das Experiment. Realistische Situation. Wir basteln. Und dann fällt uns aus Versehen dieser ganze Glitzer darunter. Ups. Weil ich ja so ein Dollbatsch bin, ne? Ich nehme euch gleich noch ganz runter. Flutscht mir leider von den Großen auch noch ein paar runter. Ach, weil das nicht schön aussieht, machen wir das Ganze nochmal mit dem Mittelgroßen. So. Seht ihr das? Also ich glitze auch. Und jetzt legen wir mal los. Alter, geht das gut. Also diesen kleinen Glitzer verstreut es ein bisschen, aber jetzt nicht extrem und der Rest hat es weggemacht, wie ihr seht. Hätte ich jetzt nicht erwartet. So. Bis auf ganz minimal diesen Mini-Glitzer hat es alles weggemacht. Tada! Jetzt glitzere ich noch mehr.
Den hat's voll hoch gefledert. Also diese ganz, 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 ganz feinen Glitzer, den, ja, wühlt er hoch, aber den Rest hat er super genommen. Ich bin so ein kleines Testopfer, ne? Sekunde. Altes Papier. Da ist ein Stück altes Papier. Ist ja auch nicht so unrealistisch, ne? Dass wir mal ein Papierschnipselchen irgendwie haben. Schauen wir mal. Da tut es sich, glaube ich, schwer. Okay, da muss man ein bisschen kippen, dann gehen sie aber auch weg. Dann Elia. Super. Alles weg. Jetzt nimmt man den unteren wieder. Und da ist dann alles drin. Jetzt haben sie das Papier. Also ich finde es gut. Außer, dass ich jetzt noch mehr Sauerei auf dem Tisch habe. Man merke, mach ihn nicht auf dem Tisch wieder auf. Der hat halt auch ordentlich Kraft, ne? Wenn er nicht alles wieder rausgesaut hätte. So, Spielzeug ist gleich beendet. Man muss ja wissen, was man gekauft hat. Den darf ich mir nicht auf Arbeit neben meinen Schreibtisch stellen. Also auf dem Schreibtisch. Weil ich glaube, dann kriege ich Ärger, wenn ich den ganzen Tag damit rumspiele. So. Test bestanden. Ich habe meinen Schluck auf heute. So, dann würde ich sagen, ich mache hier mal kurz Platz für uns Süßen. Und dann machen wir noch schnell die zwei Schablonen, oder? Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und zwar wollte ich anmerken, also ich musste jetzt zwei Teile rausmachen. Das war einmal so eins und ein Kreis hier oben. Und das war alles schon. Ach, da hängen sie, aber ja gut. Der Rest war außen, weil das oft bei günstigen Schablonen echt der Fall ist, dass man das erstmal rausfriemeln muss. Ich habe jetzt überall Glitzer. Auf meinem Oberteil, auf meiner Hose überall. Also dieses ganz, 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 ganz Feine würde ich jetzt tatsächlich nicht nochmal mit dem Staubsauger wegmachen, glaube ich. Das ist mir doch zu viel glitzerig. Und zwar auch für die, die neu anfangen. Die Schablone hat immer eine scharfkantige Seite, das merkt ihr auch. Und eine, oh mein Hals, und eine nicht so scharfe Seite. Bei den Temu-Schablonen, muss ich sagen, erkennt man das extrem gut. Weil die nicht so scharfe Seite so ein bisschen erhöht ist. Genau. Und zwar kommt die scharfe Seite aufs Papier und die nicht scharfe Seite nach oben. Sonst macht ihr euch gerade die Schaumstoff, ich weiß nicht, wie die heißen, Teile, womit man das so verteilt. Oder die, wenn ihr es mit Schwarm verteilt oder so, macht ihr euch sehr schnell kaputt. Auch die Fingerdips macht ihr euch super schnell kaputt, wenn ihr die scharfkantigen nach oben macht, gerade wenn es günstige sind. Da, wenn es machbar ist, drauf achten. Also bei billigen tue ich mir manchmal auch schwer. Aber bei denen Temu finde ich es echt voll easy. Also bis jetzt hatte ich da keine Probleme. Die Pinsel halten etwas mehr aus. So, machen wir es als Karte oder machen wir es als Ding für mich?
Schau mal kurz. Okay, zweimal kriege ich es nicht. Doch, gerade so. Okay, dann machen wir es einmal als Vorlage nur für mich. Weil ich mache das ja immer für mich auch einmal. Und dann machen wir es nochmal als Karte. So, dachte ich mir, die haben wir ja neu gekauft. Probiere ich mit euch gleich mal aus. So, das ist wie das Memento Olive Grove und Cutting Ive. Das sind zwei Grüntöne. Gleich schlimmert's immer so dolle. Tada! Aber warum nicht die neuen Sachen mit euch ausprobieren, ne? So sieht es aus. Also die haben auch so ein festes Stempelkissen. Und zwar hole ich mir jetzt trotzdem dünnere Pinsel. Wobei, das machen wir dann für die zweite, da schalte ich euch kurz auf Pause. Dann geben wir wieder hier rein. Reiben so drüber, das sieht man es auch schon, hat schon sehr gut aufgenommen. Und dann wieder in kreisenden Bewegungen darüber. Finde ich aber die vom Action billiger von der Deckkraft. Oder ich mache was falsch. Habe ich jetzt gesagt, die vom Action billiger, schöner von der Deckkraft. Wenn ihr da einen Tipp für mich habt, ob die wirklich nur zum Stempeln sind, schreibt es bitte, bitte in die Kommentare. Das sind meine ersten Mementos. Ich habe davon keine Ahnung. Ich dachte, ich probiere das jetzt einfach mal mit euch aus. Hattet ihr heute auch so heftig Sturm? Also hier bei Bamberg hat es echt gestürmt. Das war nicht schön. Bei Coburg hat es geschneit. Auch ganz lustig. Also Oberfranken, alles was ich jetzt gesagt hatte. Weil die, wo aus Norddeutschland oder so sind, kennen Coburg oder so zu 100% nicht. 99%, es gibt immer welche, die weggezogen sind. Wenn man ganz oft drüber geht, ist das Ergebnis tatsächlich sogar echt schön. Oh nein, das war doch für die Karte geplant. Okay, machen wir dann anders. Touchy. So. Restfarbe verteilen. Muss man nicht verschwenden, ne? Das war Olive. Machen wir das ab. Dann schauen wir es uns mal an, ne? Tada!
das Ergebnis ist nicht schlecht. Kann man nichts sagen. Sieht echt gut aus. Bin ich zufrieden. Gucken wir mal, wie wir das alles wieder abkriegen. Ob das auch mit den Babytüchern geht oder ob ich da Reiniger brauche. Ja, perfekt. Ratzfatz. Da hört man, hat man es jetzt auch gehört und gesehen, diese Schafkanten. So, dann stecke ich mir das immer zwischen meinem Diffuser und mein Licht. Von den Fingern geht es aber nicht so einfach ab. Da braucht man mehr dafür dann. Eigentlich sehe ich jetzt schon aus. So. Egal, wir basteln. Und über die Videokamera von der Arbeit sieht man das nicht. Zum Glück. Ich suche gerade meinen Stempelreiniger. Den Pinselreiniger. Und zwar habe ich es ja schon mal gezeigt. Ich mache das ja anders, weil so funktioniert es bei mir nicht. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich lege mir immer so ein Feuchttuch drauf und dann mache ich es sauber. Und dann geht es auch wirklich gut sauber. Und da gehe ich erst hier in die Tiefen immer. In alle Richtungen. Dann gehe ich über diese Nupsis. Und dann sieht man hier, ob noch was kommt. Und wenn noch was kommt, gehe ich halt so lange drüber, bis es dann nicht mehr Farbe rausgeht. Beziehungsweise, um jetzt weiterzumachen, reicht es tatsächlich schon. Ich mache jetzt eh mit Grün weiter. Das heißt, da ist jetzt nicht ganz so gravierend. Und dann einfach nochmal unter fließendem Wasser auswaschen. Da ist sogar noch ein bisschen Braunton drin vom letzten Mal. Aber es ist nur, wenn du ganz tief das sauber machst. So. Dann machen wir weiter. Oh Gott, sehe ich aus. Mit dem Testversuch. Also ich habe das Blatt jetzt nur gewendet, weil das ist ja, wie gesagt, für mich. Dann lege ich mir das wieder an. Nehme mir die zweite Schablone, und zwar ist es die mit dem Glücksklee. Wieder dasselbe Spiel. Da muss ich jetzt nur das Teil rausmachen. Na? Und da sind noch zwei, wo dranhängen. Aber ich finde es voll legitim. Ich sagte, ich habe schon welche gehabt, da habe ich fast die Hälfte rausgemacht. Wieder dasselbe Spiel. Da ist die scharfe Seite. Und hier ist die nicht so scharfe Seite, aber ich glaube nicht, dass man im Video das erkennt. Hier ist etwas gewölbter. Wenn man drüber geht, merkt man das. Und hier ist es so scharfkantig, da bleibt man mehr hängen. Und man sieht es, in welche Richtung die Teile ausgestanzt sind, weil die war nach hinten ausgestanzt. Im Normalfall. Sagen wir es mal so, im Normalfall. Ich sichere mich mal ab. Nicht, das heißt hier, die Steffi hat aber gesagt. So, wo machen wir uns das fest? Hier. 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 Und hier. Müsste gehen. Dann nehmen wir Memento
Hier ist das Cottage Beef Eis. Schauen wir mal, wie das grün ist. Boah, das ist cool. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Ich habe so viel Glitzer an mir, dass ich jetzt in mein nagelneues Stempelkissen geglitzert habe. Oh Mann. Und die Seite mache ich nur so hell. So, das ist nur für mich. Und ich finde es tatsächlich auch echt schön, wenn man das nicht so krass macht. Also wenn man nicht alles gleich macht, sondern wenn das so ein bisschen Verlauf hat oder wenn es eine andere Farbe damit reingeht und so. So. War es auch schon. Auch eine sehr schöne Schablone. Was meint ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Welche gefällt euch besser? Die ist halt sehr dunkel mit dem Olivgrün. Aber die Schablone selber ist auch sehr schön, finde ich. Oder die mit dem Glücksklee. Sind beides sehr gut. Ich möchte bitte kurz Hände waschen. Ich bin gleich wieder bei euch. So, da bin ich wieder. Ich habe schon uns die Schablone vorbereitet. Habe aus dem vom Action das rausgesucht, weil ich will verschiedene Grüntöne nehmen. Und ich brauche einen Tipp, wie ich dieses Mementos wieder von den Finger abkrieg. Also Seife hat nicht funktioniert, Spülmittel hat nicht funktioniert, Glasreiniger hat nicht funktioniert und Desinfektionsmittel auch nicht. Bitte schreibt es in die Kommentare. Gebt mir einen Tipp. So, ich entscheide mich für diese zwei Grüntöne und ich glaube, diese zwei Grüntöne. Genau. Legen wir mal los. Exotic Plant, die Nummer 89. Ich habe mir einen etwas kleineren Pinsel genommen. Mache das wie immer. Ein wenig rein. Einfach in kreisenden Bewegungen auftragen. Und wenn ich verschiedene möchte, male ich einfach immer drauf los. So dass die halt dann am besten Fall nicht nebeneinander sind. Und was ich auch immer wichtig finde, dass von allem mal was dabei ist. Also wie hier mal die Ecke, da mal ein halbes, da mal ein Stückchen. Dass das ein bisschen auf jede Farbe verteilt ist. Was habe ich denn heute? Schon wieder angemalt. Dann nehme ich mir wieder mein Babytuch. Leg mir das da drauf. Gehe ein paar Mal drüber. Auch jetzt nicht extrem, weil A, diese Stempelfarbe ist weit nicht so krass. Und B, gehen wir in den nächsten Grünton. Das war es auch schon, mehr kommen ja gar nicht. Genau. Dann lege ich mir auf Seite. Dann nehme ich die 90 I Love Veggies. Selbe Spiel. Fange ich dann hier an. Wenn man ein bisschen reinkleckst, Mai, dann ist es so. Dann hier. Man kann es auch perfekt machen und das sich immer abkleben. Aber ich finde das jetzt tatsächlich nicht gravierend.
Dann will ich das Stück hier noch mit haben. Man kann auch einen noch kleineren Pinsel natürlich nehmen. Die Option ist ja auch noch. Da gehe ich noch mal ein bisschen drüber. Dann nehmen wir die Mitte. Nehmen wir den noch. Noch. Und das Ganze. So, haben wir das wieder weg. Selbe Spielchen. Reicht schon. Und dann kann man die nächste Farbe. Ich nehme erstmal die hellere vorsichtshalber. Aber da färbt schon nichts mehr. Einfach wieder ein bisschen das überall ein bisschen von der Farbe auf dem Kleeblatt ist. Wenn man da ein bisschen doller kreist, fällt es auch dann nicht mehr auf. Dann verblendet sich das sehr, sehr gut. Da sieht aus, was ich hinten reingepanscht habe. Alles zu eng anliegend. Dann nehmen wir die nächste Farbe. Das ist auch Glitzer, seht ihr's? So, schwupps, könnt ihr auch dasselbe Tuch nehmen, wenn ihr im selben Farbton seid, ist das meiner Meinung nach nicht schlimm.
Hier mal wieder bei meinen Finger. Jetzt haben wir alle vier Farbtöne durch. Welchen nehmen wir denn dann noch mit? Dann nehmen wir den noch. Die 92, The End of Carrot. Da wird er ein bisschen doller. Dann ist es verblendet von dem, wo ich hier reingepanscht habe. Da dasselbe. Ich habe eins übrig, eins. Also machen wir einen dahin für eine Farbe. Ach, Papier habe ich ein ganz billiges Aquarellpapier genommen. Das war so ein 50er-Pack mit losen Blättern von der Internetseite vom Kaufland. Kein Plan, von welchem Hersteller das ist. Da kann ich euch leider nicht weiterhelfen. Wir nehmen nochmal das ganz Dunkle hier. Was ist denn los, Schätzi? Schlafen. Oh, das ist nicht dunkel. Dann mischen wir es uns dunkel. Das sah so dunkel aus. Mal einfach noch einen anderen mit rein. Ach, experimentieren bin ich sehr gut. Und schon sieht das anders aus. So. Jetzt lege ich mir das wieder da drauf. Und dasselbe Spiel. Los, Jessi. Die liegt da am Sofa-Ecke. Mein Sofa ist ja genau neben mir. Und schnauft mich da an, so, oh, das ist alles so schwer, Mami. Ja, aber die ist tough, die liegt während der Arbeitszeit, meine 8 Stunden. Aktuell sind es ja noch 8 Stunden. Tatsächlich. Unter meinem Schreibtisch an die Füße und liegt. So brav. Bin ich so stolz auf die Maus. So, ich sortiere mir das nur ganz, ganz, ganz schnell wieder ein. 95, 86, nicht 90, 80, 87, 88, 89, 90, 91, 92. Passt. Check. So. Jetzt dürfen wir uns nur nicht zu sehr versauen, vorsichtig hochheben. Tada! Da habe ich ein bisschen zu dolle gemacht, was macht nichts. Da kleben wir gleich was drüber, das wird ja eine Karte. Mit Glitzer. Aber ich finde es schön. Wie gesagt, da habe ich versaut, ja. Aber ansonsten finde ich es ganz gut. Was sagt ihr? Da, wenn ihr es auf der Platte oder auf dem Tisch sauber macht, erst nochmal abwischen, bevor ihr sie umdreht. Weil sonst habt ihr es nämlich auf der anderen Seite gleich wieder dran. Das ist diese grobe Seite, wo ich erklärt habe. Da bleibt es dann auch
viel hängen. Und wenn ihr euch ganz, ganz unsicher seid, macht es so. Nehmt ein Babytuch oder ein Reinigungstuch und geht vorsichtig drüber. Und da merkt ihr sofort, was die scharfkantige Seite ist, die nach unten muss. Und was die nicht scharfkantige Seite ist, also die glatte, die nach oben muss. So, mir reicht es jetzt. Ich bin da nicht so pingelig. Wen es stört, der geht jetzt dann nochmal ins Spülbecken, nimmt ein wenig Spüli und wischt das so in der Hand ab. Oder nimmt so Spülmittel, reibt sich es in die Hände und macht dann so. Dann geht es auch ab. Wie gesagt, ich sehe das jetzt nicht ganz so eng, weil das bisschen, was da jetzt noch drauf ist, das stört mich echt nicht. Das färbt ja nicht wieder ab. Also das färbt ja nicht dann beim nächsten Mal, wenn ihr damit malt. So. Dann schneiden wir das uns mal zurecht. 1, 2, 3, 4. Auf Seite. Wollen wir gleich mal das neue Schneidbrett ausprobieren? Können wir ja tun. Liegt ja neben. Entschuldigung. Dadau. Ah, so funktioniert das. Also ich habe vorhin mal schon mal nachgerissen, solange ich kurz auf Stopp gemacht habe. Das Ganze ist 15 auf 15, die Schablone mit der Außenseite. Das heißt, wir brauchen eine quadratische Karte mit 15 auf 15. Und wir machen es jetzt auf 14,5 mit 14,5. Damit man Unterleger eine Mattung machen können. So, äußerst schön, da kann man es überall anlegen. Das ist ja mal richtig schön. So, dann nehme ich das und schneide mir erstmal nur. Fangen wir mit der anderen Seite an. Das ist nicht einfacher. Schneiden uns erstmal nur hier den Rand weg. Was wir eh nicht brauchen, schön anlegen, dass es einem auf allen Seiten anliegt. Hier, da, sonst wird es krumm. Und dann legen wir erstmal ein Messer rein. Oh Gott! Oh mein Gott! Das ist ein Falzbein. Das ist ein Messer. Nein, das ist beides Falzbein. Oder bin ich doof? Gebt mir einen Moment. So, da bin ich wieder. Das war etwas tricky. Ich bin es gewohnt, dass man die ganzen Teile reinsteckt als Ersatzteil. Und da ist es so gewesen bei beiden Teilen. Mit diesem Nupsi. Das schiebt man so raus. Da hat man hier ein rundes zum Falzen. Und ich habe die ganze Zeit jetzt versucht, während ihr weg wart, beziehungsweise davor ja schon, das so wieder reinzukriegen. Und das hat nicht funktioniert. Dann dachte ich mir, das kann ja nicht sein. Dann habe ich mir das nochmal am Brett angeschaut. Habe mir das rausgenommen. Habe erstmal festgestellt, dass das eine Lupe ist.
Und das finde ich nicht gut gemacht, sage ich ehrlich. Und zwar muss man das Teil ja hier rausnehmen und hier reinstecken. Dazu muss man um die Klinge langen bei dem Messer und das hochziehen. Wartet mal. Oder geht es so auch, dass man da eben nicht reinlangen muss, weil ich finde es super gefährlich. Okay, ich habe die Logik verstanden. So, ihr denkt jetzt, ich bin strohblöd. Das Teil ist dafür da, dass ihr das wechselt. Das heißt, ihr tut es da reinstecken mit dem Bubbel und schiebt es dann raus. Und dann habt ihr das Messer gewechselt. Ich habe das Ganze natürlich jetzt mit den Fingern gemacht und dachte mir so, okay, ich finde es sehr gefährlich. Und dann steckt ihr es einfach nur wieder an der Seite drauf. Und dann kann es losgehen. Und das machen wir jetzt auch. Also scheint es schon mal extremst gut. Das muss man lassen. So. Wir brauchen 15 cm. Das heißt, wir schieben uns das raus. Jetzt wird es gerade hier echt eng. Legen uns das wieder ordentlich an, dass wir auf die 15 cm kommen. Also 14,5 brauchen wir ja nur noch, genau. Ich mache jetzt 14,6, weil ich hier noch einen Millimeter wegschneiden möchte. So. Gut geschätzt. Also selbst die dünnen Streifen schneidet es super. Das ist schon mal sehr gut, das machen viele nicht. Dann hier dasselbe Spiel. Ich gehe hier erstmal bis 15,7. Mache hier noch die 2 mm mit weg. Seht ihr das eigentlich, was ich hier fabriziere? Schlecht, ne? Geht gerade nicht weiter hochschieben, es tut mir leid. Also ich schneide es jetzt gerade zurecht auf 14,5 insgesamt auf jeder Seite. Kann ich euch hier oben auch zeigen, dass ihr die ist. Und zwar liegt das jetzt so an, wie es soll. Da bin ich hier bei 14,6 jetzt, aber das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Und hier bin ich bei 14,5. So, jetzt muss ich es euch so zeigen. Genau. Entschuldigung fürs Chaos. Ich muss mich auch erstmal mit den ganz neuen Sachen zurechtfinden. So. Jetzt fehlt uns noch ein Sternteil, würde ich drauf machen. Schau mal, welches. Ich habe die Karte jetzt ganz spontan mit euch gemacht, weil ich ja noch nicht wusste, wie lange der Haul geht. Ich wollte es jetzt auch nicht ewig rausziehen, wobei wir sind beim ersten Part schon bei einer Dreiviertelstunde und jetzt bei 22 Minuten. Das heißt, ihr braucht wieder Zeit bei meinem Video. Oder ihr schaut zweimal oder spult vor oder ja, wie ihr halt wollt. Ich suche mal uns was Schönes zusammen. So, da bin ich. Wie ihr seht, habe ich ein kleines Chaos hier veranstaltet. Und zwar habe ich rausgesucht. Wir fangen unten an. Eine Grundkante.
Die ist von Ideen mit Herz, das zeige ich euch gleich auch. Und zwar habe ich das auch über dieser Kaufland-Seite gefunden. Und zwar sind es 100 Stück mit 16x16 mit jeweils 10 von derselben Farbart. Das sind jetzt Grüntöne. Moment, ein bisschen schwerer. Und dann haben wir hier noch die verschiedenen Töne. So lila, gelb, orange, so Brauntöne, schwarz, grün, blau. Ich hoffe, ihr konntet, ja, ihr kennt die Farben. Genau, und zwar ist das so ein 100er Pack mit 16x16, wie gesagt, von Ideen mit Herz. Dann habe ich ausgesucht als Aufleger dieses hier aus einem alten Action-Block. Den hatte ich eigentlich auch mit da. Warte mal. Habe ich den wieder in den Schrank geräumt? Eine Sekunde. Die Mutti rennt. Ich bin keine Mama, keine Sorge. Zur Aufklärung. Ich habe absolut nichts gegen Mamas und ich liebe Kinder. Ich hätte selber 3 Stück. Also mir sind alle gestorben. 2 im Bauch und ein lebendes. Kann ich offen sagen. Stehe ich dazu. Meine Katze lag auf dem Block. Und zwar ist es der alte Action-Block. Da habe ich dann uns als Hintergrund das hier unten rausgesucht. Das habe ich euch ja schon gezeigt. Hier. Das wäre die Mattung. Dann haben wir ja unseren vom Stencil, die, ich sage jetzt mal den Aufleger. Dann kommt darauf in einem Quadrat, das ist auch von Action, das kennen bestimmt schon viele von euch, das Set. Kommt dann ein Quadrat in Blau und last but not least kommt dann in diesem Farbverlauf noch Happy Birthday obendrauf. So, das ist der Plan, meine Süßen. Und zwar ist das aus dem Block, der Farbverlauf. Ich weiß aber nicht, von wo der ist. Der vom Action ist oder was, das weiß ich echt nicht mehr. Aber der ist so schön, ich liebe den. Kann man mal kurz durchblättern. Wenn ich den nochmal finde, kaufe ich nämlich auch nochmal. Da fehlt schon einiges. Genau. So, dann fangen wir mal an. Grundkarte ist 16x16. Das heißt, wir machen den Aufleger 15,5 x 15,5. Achten, dass es überall schön anliegt. So. Und hier dasselbe. Ach Mia, die Nele liegt vor ihrem Karton und schläft. Hockt sie sich auf den Karton und rutscht runter. Katzen. So, dann nehmen wir uns die Karte, schauen, ob das auch passt. Was ich hier gemessen habe. Ja, sieht gut aus. Das passt doch. Da können wir aber drauf arbeiten.
Dann haben wir den uns ja schon vorbereitet. Jetzt habe ich aber gesehen, dass hier so ein Millimeter ist, wo nicht schabloniert ist. Den möchte ich mir noch wegmachen. Das fällt dann auch gar nicht auf. Mich stört's halt. Das passt auch. Super. Da habe ich ein Eselsohr reingemacht. Perfekt. Sehr gut. Dann geht es weiter mit Stanzen. Schneidebrett kann auch erstmal auf Seite. Auch nagelneu. Nehme ich wieder eine Zange. Und zwar habe ich das schon ein paar Mal gezeigt, habe ich mir bei Amazon so eine gebogene Zange geholt. Eine ganz kleine. Ich komme damit wesentlich besser zurecht wie mit einem Seitenschneider. Und dann nimmt man das einfach und wackelt ein bisschen, bis es abfällt. Aufpassen, dass es keine Tiere oder Kinder erwischen. Da mein Mülleimer etwas versteckt mittlerweile ist, fliegt es bei mir tatsächlich gleich in den Aschenbecher. Und der ist auch geschlossen, sodass keiner Tier rankommt. So, dann lege ich mir das auf. Und dann klebe ich mir das fest. Deswegen sind auch immer diese Klebeteile, Klebestreifen bei mir auf dem Schreibtisch, weil ich die ja immer wieder verwende. Sieht zwar nicht schön aus, aber es erfüllt den Zweck, den ich will. So. Nochmal die Nummer 1. Ich klebe es nochmal an der Seite auch ein bisschen fest. Weil es passt nämlich genau auf einen Millimeter. Da darf ich nicht verrutschen. So. Haben wir das. Und dasselbe machen wir mit dem Happy Birthday. Da gehe ich hier an den Rand, weil ich will ja den Farbverlauf haben. Dass ich von hier am Rand an und versuche das, soweit es geht, mit gleichem Abstand mir reinzulegen. Nehme ich wieder so ein Klebeteil und klebe mir das vorsichtig fest, am besten ohne verrutschen. Das ist immer etwas tricky. So. Das Ganze wandert jetzt durch die Maschine. So. Dann haben wir das Quadrat. Ach, das Papier wollte ich euch noch zeigen. Das ist aus dem Basic Block vom Action. Das sind Pastel Basics. So vorsichtig, weil das ist etwas dünneres Papier und mein Klebeband ist etwas stabiler. So, alles andere mache ich morgen. Und dann kommt das Happy Birthday. Und damit drauf. Das ist das Klebeband. Das da probieren wir jetzt gleich mal mit dieser neuen Rolle aus. Und das auch. Grobe mache ich raus. Da ich diese Stanze tatsächlich sehr häufig verwende, habe ich diese Sachen echt aufgehoben, weil ich finde, es sieht so cool aus. Das kann man so unter dem Osterhäschen setzen, wie Gras oder als Farbfleck oder so. Gefällt mir, das hebe ich mir immer auf. Dann probieren wir das mal aus, wa? Fest.
Bis jetzt scheint es zu funktionieren. Aber Bombe! Das hätte ich nicht erwartet. Also so gut habe ich es noch nie rausgekriegt. Alter Schwede, cool. Das bisschen durch natürlich mein Müll. Probieren wir es, ob er das Feine auch rauskriegt. Also die Stanze, also das Stanzteil ist selber sauber. Das ist richtig gut sogar. Und da hängt noch ein bisschen drin. Ganz fein. Aber das sind diese Löcher, die nicht durchgestanzt sind. Da kriegst du es nicht raus. Das mache ich später mit dem Pixie dann so mit der Nadel immer raus. Aber hat seinen Zweck erfüllt und so schnell war ich noch nie bei einer Schablone. Wirklich noch nie. Test bestanden. Nochmal zur Erinnerung, 6,68 Euro. Sehr cool. I like. Gefällt mir. Wenn ich jetzt öfters so mache, machen wir in der Schule über Videocall. Wenn wir das Mikro nicht anmachen müssen oder so, machen wir nur noch so. Beziehungsweise auf Arbeit. Gerade ist, ich sag halt Schule gerade, weil wir gerade noch geschult werden, was ab Donnerstag dann richtig losgeht. So. Dann nehmen wir uns den Kleber. Tragen das vorsichtig auf. Ich hoffe, ihr könnt mitschauen. Ja. Ich habe jetzt vor lauter schnell, weil ich auf die Uhr geschaut habe, wie spät es schon wieder ist. Vergessen. Normal mache ich da doppelseitiges Klebeband drauf. Also ich klebe das im Normalfall nicht mit Flüssigkleber, sondern mache im Vornherein doppelseitiges Klebeband drauf. Der müsste aber flaches nehmen, ne? Also nicht irgendwie erhöhtes. Also es, ich weiß es nicht, ob es mit erhöhten geht. Ich habe es noch nie gemacht. Ich kenne es nur mit flachen. Und habe es auch nur bei anderen bis jetzt mit flachen gesehen. Weil ich auch nicht weiß, wie die Stanze mit erhöhten dann zurechtkommt. Versuche das jetzt mittig aufzukleben. Ich versuche es. Ja, schauen wir mal, ob dann dieser Kleberadiergummi funktioniert, wenn es getrocknet ist. So. Ich selber lege mir den Kreis als Hilfe jetzt außen rum. Einfach nur als kleine Hilfe. Und jetzt nehme ich das, eigentlich auch mit doppelseitigem Klebeband. Aber ich mache das jetzt auch nur so, dass ich nur hier Klebe auftrage, nicht auf die Buchstaben. Die lasse ich wegsterzen.
Jetzt lege ich mir das so an, dass das einigermaßen passt. Muss ja nicht perfekt sein. Selbstgemacht darf auch nach selbstgemacht aussehen. Aber man kann sich das Leben ja leichter machen, wenn man so eine kleine Hilfe hat. Genau. So habe ich mir das vorgestellt. Sehr cool. Ich habe mir da noch Klebstoff drauf geschrieben, nicht, dass ich das wieder vergesse, was das ist. Weil wo ich das hier erst das erste Mal in der Hand hatte, dachte ich mir, was habe ich denn da für einen Mist gekauft? Es klebt! Ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll, außer dass mein Buchstabe weggerissen ist. Nicht mehr, wie rum da gehört. Also, ja, dazu will ich nichts sagen. Es macht euch das Papier kaputt. Es macht den Klebstoff nicht weg. Und es reißt euch das Papier kaputt. Ich mache jetzt trotzdem weiter. Da pimpe ich irgendwas rein. Irgendwas fällt mir dann ein. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Ja, Test miserabel. Außer ihr wisst, wie man es richtig macht, dann gebt mir gerne Bescheid. Ich lasse mich sehr gerne belehren, tatsächlich. Ich lerne sehr gerne Neues. Alter, das ist aber echt widerspenstig, das Zeug. Klärt mich mal auf, bitte. So, wir machen jetzt, wie gesagt, einfach Wuser weiter. Next one. Nehmen wir bitte. Da klebe ich das jetzt erhöht auf. Können wir ja gleich dieses Tesa da nehmen, das neue. Rechnet sich das lange Video ja. Jetzt können wir gleich alles ausprobieren, was wir neu haben, wa? Und ihr seht gleich, was taugt der Mist. Es klebt auf jeden Fall extrem an den Seiten. Es klebt sogar am Tisch. Hört ihr das? Krass. Okay, es ist so ein bisschen, man kann so ein bisschen dehnen. Dann haben wir ja die neue Schere, die beschichtete. Funktioniert auch echt gut, klebt nicht fest. Das war nicht der Plan. Ich habe
auf dem anderen mit drauf geklebt. So. Aber das macht nichts, weil hier brauche ich ja eh noch was. Setze ich das nämlich einfach an. Und schneide es hier noch drauf passend. So. Passt das Stück noch irgendwo hin. Das Stück zum Wegschmeißen. Okay. Okay. Das packe ich wieder ein, weil sonst ist das morgen vollgeklebt mit Katzen- und Hundehaare. Dann ziehen wir das wieder ab. Also abziehen lässt sich extrem gut. Ich sehe aus wie ein vergifteter Schlumpf mit grünen Fingern. Es klebt auch echt gut. Und jetzt müssen wir nur noch gerade drauf kriegen. Konzentration. Kannst du einen Dreck darunter tun? Das heißt Dreck, das ist ja irgendwie nur noch Glitzer. Wie überall hier. So. So, das ist jetzt nur ganz leicht erhöht, ne? Ich sag, das waren ja nur so 1 mm Pads. Also Band. Und das würde ich jetzt auch nochmal mit dem Band drauf machen, dass das nochmal ein bisschen Dimension hat. Wir haben heute echt viel getestet, muss ich sagen. Finde ich cool. Gefällt mir. Wenn man es ein bisschen höher haben will, kann man es ja auch einfach doppelt nehmen. Das ist ja auch gar kein Thema. Aber auf einen Millimeter genau. Ich bin so gut. Nee, Quatsch. Quatsch mit Soße. So. 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 Ich übertreibe es gerade voll maßlos mit Kleber. Ich weiß. Ich bin gerade voll im Klebeflow. Du darfst weg. Gibt es irgendeinen Tipp, dass diese kleinen Klebefolien nicht immer an die Finger kleben?
Wäre super cool, wenn ihr mir das mal schreiben würdet. Mir bleibt es immer an die Finger kleben. Also meine Katzen haben morgen Spaß auf dem Schreibtisch, das verspreche ich euch. Weil, wenn ich das Video jetzt fertig habe, also gleich, muss ich das erstmal einstellen, dass das nicht auf dem Kopf steht, weil meine Kamera irgendwie immer seitwärts aufnimmt, aber das dann nicht dreht. Und da ich jetzt eine neue Videoeinstellung habe, die ewig braucht, um die, also dass es richtig rumgedreht ist, umzuändern, lasse ich das über Nacht laufen. Und je nachdem, wie ich es mit der Schule bzw. Arbeit morgen schaffe, ja, kommt dann das Video hoch. Geschnitten und so wird es ja nicht, das wisst ihr ja. Ich bin ich. Außerdem könnt ihr ruhig sehen, wie verpeilt ich bin. Also bis jetzt hat mein Umfeld immer Spaß mit mir. So, ich stehe mal kurz auf, weil ich sehe nichts mit euch. Aber ich habe euch gerne im Blick. Ihr dürft mir gerne die Sicht versperren. So, das sieht doch schön aus. Oh, schön. Jetzt hat sich mein Hund auf meine Füße gelegt. Jetzt darf ich nicht mehr mich hinsetzen. Das sieht schön aus. Seht ihr die Dimension? Bisschen ja, ne? Ich gesagt, da lasse ich mir was einfallen. Das zeige ich euch dann am Wochenende im Video. Ich will ja am Wochenende noch ein Video drehen und dann zeige ich euch, was ich mir da überlegt habe. So, und dann sind wir ja schon beim letzten Step. Aufkleben und fertig. Ist jetzt aber auch ein stabiles Paket. Also Aufgaben an euch, ihr Süßen. Sagt mir bitte, wie ich Memento von die Finger abkriege. Also Memento-Farbe. Und wie ich, was war die zweite Aufgabe? Mit diesem Klebe Entfernungsradiergummi umgehen kann, dass das funktioniert. Und wie immer würde ich mich natürlich ganz, ganz, ganz dolle über ein Like freuen, also einen Daumen hoch, einen lieben Kommentar. An alle, die das schon fleißig machen, vielen Dank. Ich freue mich über jeden Einzelnen. Ihr seid so mega und teilweise so süß. Ihr rührt mich echt sehr. Das ist so richtig herzergreifend. Freue ich mich jedes Mal ganz, ganz dolle. Ja, und wer noch nicht hat, aber möchte, lasst gerne ein Abo da, ist kostenlos. Ihr werdet dann informiert, wenn ich ein Video hochlade. Und mir hilft das auch weiter. In dem Sinne wünsche ich euch, ja, für mich ist jetzt eine gute Nacht. Ja, euch eine gute Nacht, schönen Tag, guten Morgen, schönen Start in den Tag, schönen Start ins Wochenende. Ich weiß ja nicht, wann ihr es schaut. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Jo, in dem Sinne, tschüss ihr Lieben, passt auf euch auf, tschüss.